Da schämt man sich ein bisschen. Da schämt man sich. Zu Recht. Auch, das hätte nicht sein müssen. Moin Moin und herzlich willkommen bei Filmpalava. Dieses Mal mit einer wilden Fragerunde und wir klären unter anderem, um welchen Schauspieler oder Schauspielerin wir lieber einen Bogen machen und was für uns persönlich der peinlichste Moment im Kino war. Wir wünschen euch ganz viel Spaß und Intro ab. Okay, let's face facts. I know what you're thinking. But it doesn't make any sense. You're safer here than any place else. Now just lock yourself in and keep quiet. Ganz herzlich willkommen bei einer neuen Runde Filmpalava. Wieder eine wilde Fragerunde mit vielen wilden Fragen und wilderen Antworten. Und wir überlegen nicht lange, sondern wir starten direkt rein. Marcel, was hast du mitgebracht? Ja, ich habe wieder mir drei schöne Fragen überlegt und ich starte mal mit der ersten Frage, die ich euch gestellt habe. Und zwar wollte ich von euch und auch von mir selber wissen, bei welchem Filmdreh... Niklas, hast du dich gerade verschluckt, oder was? Nee, aber dieses, ich wollte das von mir selber wissen. Also, ja, ich meine, wir stellen uns die Frage auch quasi selbst. Also ich habe meine Antwort vorher nicht parat, bevor ich die Frage stelle. Ich auch nicht. Von daher. Naja, jedenfalls, die Frage lautet, bei welchem Filmdreh wärt ihr gerne am Set mit dabei gewesen? Also die Antwort ist auf jeden Fall schon mal bei unfassbar vielen. Also da muss ich sehr lange kramen und hätte gern... Ich sag ein paar Honorable Mentions noch. Herr der Ringe finde ich cool. Fitzcarraldo, einfach dieses ganze Desaster sehen, finde ich cool. Oder so einen alten, weiß ich nicht, Streifen von vor 100 Jahren, wo man so sieht, wie die mit so Techniktricksen Bildwinkel anders einstellen und sowas, also wo es noch kein CGI gab. Aber dann bin ich am Ende gelandet, einfach, weil ich den Film immer noch liebe, bei Inception. Bei Inception habe ich mir immer so ein bisschen Making-of angeguckt und ich finde zum Beispiel so eine Szene, wo die diese Schwerelosigkeit haben in dem Hotelflur, sag ich mal. Und das haben die ja in so einer riesigen Röhre gedreht, die sich dann langsam dreht und dann ist oben unten immer wieder verwechselt. Und das fand ich, sah richtig geil aus und ich könnte mir vorstellen, es sind auch noch ein paar coole Schauspielerinnen und Schauspieler am Start. Inception, hätte ich Laune dran. Auf jeden Fall. Ich glaube, so vom Vibe her wäre ich auf jeden Fall auch bei Herr der Ringe dabei. Ne? Ja. Also das wäre schon, vor allem da die ja so über mehrere Jahre hinweg gedreht haben an diesem abgelegenen Ort zusammen, das muss super cool gewesen sein. Ist aber auch nicht meine finale Antwort. Meine finale Antwort ist 7. Und zwar, weil ich glaube, dass da die Situation unglaublich interessant gewesen sein muss, weil David Fincher hatte ja vorher nur Alien 3 gedreht. Und jetzt hat er mit 7 auf einmal dieses neue Projekt mit Brad Pitt und Morgan Freeman am Set und versucht da seinen Film zu machen, womit er sich wieder reinwaschen will. Und an dem Set zu sein, wie David Fincher dann so richtig seine Fincher-Art auspackt und sagt, so will ich das haben und so, da würde ich dem so gerne über die Schulter geguckt haben quasi. Mhm. Und der Vibe von dem Film ist auch so herrlich, also das, wie die das cinematografisch umgesetzt haben, das hätte ich sehr gerne am Set gesehen. Ja, das verstehe ich, so ein bisschen den Pionier-Fincher quasi. Ja, ja, genau. Und vielleicht auch herauszufinden, wo er noch ein bisschen unsicher war. Und wo er noch meinte, so, da bin ich mir nicht so sicher. Wo du ihm geholfen hättest. Wo ich dann, David, mach das mal. Ja, mich würde da mal interessieren, wie viel auch die Schauspieler vielleicht Mitspracherecht hatten bei bestimmten Dingen. Mhm. Oder ob er da sein Ding einfach durchgezogen hat. Naja, ich habe das genommen, was ihr beide gerne genommen hättet, aber dann doch nicht genommen habt, nämlich Herr der Ringe. Also ich finde einfach, perfekt. Mindestens einer von uns muss ja wohl beim Herr der Ringe Filmset mit dabei gewesen sein, um wirklich auch alle Backstage-Stories und Insights zu haben. Und wir hatten schon so oft irgendwelche kuriosen Fakten. Es kursiert so viel im Netz über diese Trilogie oder auch nur, wenn man schon in den ersten Film nehmen würde. Und ich glaube einfach, da dabei gewesen sein bei sowas, ich nenne es mal tatsächlich epochalem, das wäre mit Sicherheit nicht nur damals eine Erfahrung gewesen, sondern wäre bestimmt was, worauf man auch immer lange zurückblicken würde. Positiv. Auf jeden Fall. Das glaube ich auch. Ist wahrscheinlich auch die richtigste der richtigen Antworten. Ist die Filmpalava-Antwort. Ja. Ja, ja. Also wenn wir zusammen einloggen müssten, dann wäre es das auf jeden Fall. Dann gehen wir weiter und meine Frage an euch lautet, was ist oder war die vermutlich sympathischste und liebenswerteste Person aus Film und Fernsehen? Ja, da war ich mir zuerst nicht ganz unsicher, ob du nach den quasi den Charakteren im Film und Fernsehen fragst oder ob es um die Person hinter der Kamera geht quasi oder die Schauspieler an sich. Ich bin jetzt mit den Schauspielern an sich gegangen. Und ich glaube, wer da ganz oben mit dabei spielt oder mitspielt, ist Sir Patrick Stewart. Mhm. Ich glaube, wenn man den am Set erlebt oder auch privat mit dem quatscht, glaube ich, dass das ein sehr sympathischer Dude ist, der auch sehr umgänglich ist und sehr gewandt sozial, sage ich mal so, und
könnte mir vorstellen, dass das wirklich einer der sympathischsten und liebenswertesten Schauspieler ist, die man so kennenlernen kann. Ja. Ja. Kann ich mir auch gut vorstellen. Ich habe es auch so interpretiert, also auch im Sinne von der Schauspieler. Ich denke mal, so war es auch gemeint, Tobi. Mhm. Und ich habe mich entschieden für Robin Williams. Der, würde ich mal schätzen, ein sehr sympathischer, sehr empathischer Mensch war, glaube ich, von dem, was man so gesehen hat. Zudem auch, ja, glaube ich, ein sehr humorvoller Mensch war. Klar, natürlich privat vielleicht der ein oder anderen Struggle hatte, aber dennoch glaube ich, dass der so, wenn man den kennenlernt oder mit dem zusammen einen Dreh gemacht hätte, glaube ich aber, dass das ein super netter, sympathischer und liebenswerter Mensch war. Mhm. Finde ich nicht ganz so gut die Antwort. Ich habe Robin Williams genommen. ja, ich unterstütze das nochmal, was du gesagt hast. Der hat ja auch so herzensgute Rollen auch ganz oft gespielt, bis auf so ein paar Ausnahmen. Und ich finde, der hat einfach vom Charakter, so wie der aussieht, der auf dieses Grinsen, dieses Komödiantische, das ist einfach Hammer. Hat super viele, genau, wie du gesagt hast, hat gestruggelt mit Drogen, Depressionen. War ja auch Selbstmord am Ende bei ihm, ne? Wenn ich es richtig im Kopf habe. Hat das aber trotzdem immer relativ, ja, offen und so diskutiert und so, also, oder auch ins Comedy-Programm eingeflogen, was ich eigentlich sympathisch finde, dass er darüber geredet hat, das nicht so versteckt hat. Und dann gibt's so Videos, wie der mit so Coco, dem Gorilla, rumhängt. Das ist auch ganz fantastisch. Und der sieht einfach immer nett und sympathisch aus. Und hat scheinbar sogar immer dafür gesorgt, bei ein paar Filmsets, dass Obdachlose damit eingestellt werden. Der hat, glaube ich, echt eine Menge viele gute Dinge getan und war, glaube ich, ja, so ein guter Typ wie bei Good Will Hunting oder Club der Toten Dichter. Ja, ich habe auch gerade gedacht, ich stelle mir ihn am ehesten im Privatleben ungefähr so vor wie die Rolle in Good Will Hunting. Ich meine, das mag falsch sein, aber das, so habe ich ihn auf jeden Fall so im Headcam. Also kann ich sehr gut verstehen, eure beiden Antworten. Und tatsächlich, damit wir nicht alle die gleiche Antwort geben, habe ich bei der nächsten Frage, die ich habe, extra etwas ausgeschlossen. Und zwar, welche Serie hat die größte Diskrepanz in der Qualität der Staffeln, abgesehen von Game of Thrones? Ja, ist gut, dass du es ausgeschlossen hast, weil ich glaube, das war von uns allen der erste Gedanke. Und dann fand ich es gar nicht mehr so leicht, wenn ich ehrlich bin, weil ich finde, dass viele Serien, die einfach sehr gute Staffeln haben, auch konstant ein zumindest gutes Niveau halten. Ich finde, die haben dann selten einen Totalausfall in einer Staffel drin. Genauso andersrum. Das ist halt eine Serie, die ich generell nicht gut finde, für mich auch keinen Ausrisser nach oben hat. Und für mich ist es am Ende geworden, ich bin nicht ganz happy mit der Antwort, aber es ist The Blacklist. Ich finde bei The Blacklist die erste Staffel tatsächlich ziemlich gut. Diese ganze Prämisse mit diesem Raymond Reddington und du diese ganzen, ja, dieses ganze Unwissende, wo kommt der Mann her, wer ist das eigentlich, warum stellt er sich? Und da hatte ich sehr viel Spaß an der Serie. Und ich habe dann aber tatsächlich nach so 3-4 Staffeln habe ich persönlich so ein bisschen einfach den Drive bei der Serie verloren. Es ging dann, hat sich immer weiter gezogen, dieses Rätsel wurde immer weiter hingezogen irgendwie. Und ich fand es dann auch nicht mehr so gut. Es hat dann immer dasselbe Schema F. Du hast immer einen Fall irgendwie mit einer Person, wo Raymond halt irgendwie einen Tipp gibt, die dann gejagt wird. Und du weißt nie, was er dabei für ein persönliches Ziel verfolgt. Aber es ist immer irgendwie dasselbe. Und deswegen habe ich es auch gar nicht zu Ende geschaut. Und deswegen habe ich gesagt, The Blacklist. Ich muss zugeben, ich habe Blacklist nie gesehen. Ich auch nicht. Ah. Ja, wie gesagt, ich find den Anfang schon gut. Ich mochte die erste Staffel auch. Und dann schaut man erstmal so weiter, weil man ist dann so drin. Ja. Aber irgendwie wurde es mir dann zu repetitiv. Und wahrscheinlich gibt es da viele Leute, die mir widersprechen, weil ich glaube, die Serie war bis zuletzt eigentlich ziemlich erfolgreich. Aber ja, mich hat sie irgendwie verloren. Und deswegen war es dann für mich das, wo ich am ehesten mitgehen konnte. Ja. Ich fand es aber genauso schwer, nach Game of Thrones zu sagen, was kommt da als nächstes. Lost, Westworld, da hatte ich so ein bisschen mit überlegt. Ich war aber am Ende nicht bei Dexter gelandet. Also Dexter, als das damals rauskam, fand ich es richtig cool. Da war ich super hyped. Ich weiß gar nicht, ob ich es immer noch so cool fände, wenn ich es heute noch mal gucken würde. Aber ich weiß noch, Staffel 1 und 2 waren köstlich. 3 war ein kleiner Durchhänger und die 4 war dann noch mal so ein richtiger Banger mit dem Trinity Killer. Und dann kam nur noch Schmarrn. Aber ich muss sagen, Staffel 1, 2 und 4, Dexter, richtig, richtig coole Sache. Irgendwann werde ich es, glaube ich, nochmal gucken.
Ich finde das eine sehr gute Antwort, weil ich hatte Dexter auf Platz 2. Also das war, ich hab eben vor der Folge gesagt, dass ich mich bei einer Sache noch entscheiden muss, was ich nehme. Und das war genau die Wahl zwischen Blacklist oder Dexter. Von daher gut, dass ich Blacklist genommen habe. Nicht, dass wir überall die gleichen Antworten haben. Ja, wirklich. Aber Westworld wäre auch eine gute Antwort gewesen, tatsächlich. Habe ich bis gerade nicht drüber nachgedacht. Aber da, zugeben, da ist es irgendwie eine gute Staffel und dann gibt es drei. Ja, ich finde die zweite auch noch okay. Nee, es gibt vier sogar, glaube ich. Und die dritte und vierte sind dann wirklich arg abgefahren. Aber die erste war Hammer. Ja. Ich habe auch eine Hammer-Serie gewählt, die tatsächlich das Niveau dann nicht halten konnte, leider, für zumindest eine Staffel zwischendurch. Und wo man sagen muss, die ersten Staffeln waren wirklich Meilensteine, meiner Meinung nach, im Comedy-Genre. Und zwar Community. Oh, ja. Ich finde Community, die ersten zwei, drei Staffeln sind wirklich fantastisch. Also auf einem Level, das vorher nie da war. Und dann war es ich glaube, es war Staffel 4, tatsächlich, wo du wirklich massiv gemerkt hast, dass ich glaube, der Showrunner ist da für eine Staffel weggegangen, Dan Harmon. Und das hat der Serie so in den Rücken geschossen, gefühlt. Also ich habe diese Staffel geguckt und es fehlte einfach die Elemente waren alle noch da, aber die haben auf einmal nicht mehr richtig gepasst und alles fühlte sich irgendwie statisch an und nicht so innovativ, voller. Also nicht, dass in jedem Halbsatz so ein Witz da durch den Screen fliegt oder sowas. Mhm. Deswegen Community. Irgendwann war doch auch Pierce, also Chevy Chase, raus. Und ja, irgendwann fehlt auch noch mal mehr, also das wurde immer mehr ausgedünnt, also auch die Schauspielerinnen. Ich meine, man merkt das ja auch immer, eine Community ist so eine Serie, die ich alle paar Jahre mal ganz gerne noch mal gucke. Mhm. Und du hörst dann bei sowas ja immer irgendwann auf. Und bei Community höre ich immer nach der dritten Staffel auf. Oder sogar bei der zweieinhalbten oder sowas. Und daran merkst du das immer, dass da ist irgendwas dann doch massiv runtergefallen. So Breaking Bad oder sowas würde ich nie aufhören. Das würde ich einfach wieder, wenn ich es erneut gucken würde, wieder durchgucken. Aber das habe ich bei Community nicht. Ich hätte auch noch überlegt, Scrubs zu nehmen. Aber ich finde halt, dass das theoretisch ja, das einfach ein da aufhört. Ne? Ja, genau. Das ist ein Grenzfall. Ja. Habe ich auch drüber nachgedacht. Okay, let's face facts. Wenn ihr Filmpalava mögt und uns supporten wollt, dann hilft es uns gewaltig, wenn ihr den Kanal abonniert und ein Like da lasst. Zusätzlich könnt ihr uns über Patreon unterstützen. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Ganz lieben Dank und viel Spaß beim weiteren Podcast. Ja. Okay, dann kommt mal die zweite Frage von meiner Seite. Und zwar, um welche Schauspielerin oder welchen Schauspieler macht ihr bei eurer Filmauswahl eher einen Bogen? Also kurz gefasst im Prinzip, wen seht ihr einfach nicht so gerne? Selbstverständlich Til Schweiger, aber ich wollte mal eine andere Antwort nehmen, deshalb habe ich Kevin Hart genommen. Ich finde Kevin Hart einfach vom Charakter, bin ich nie mit warm geworden, ich finde den nicht lustig und ich finde, der ist immer so übertrieben am Lachen und es wirkt alles immer so unecht. Und dann spielt er aber immer noch genau die gleichen Rollen, und zwar mehr oder weniger sich selber. Und nimmt mich nie mit. Hm. Ich muss einfach sagen, Kevin Hart und ich, nee, das bundelt nicht. Das kann ich gut verstehen, tatsächlich. Also ich hatte da nie eine Abneigung so in dem Sinne, aber der hat mit mir auch nicht so Klick gemacht, weil der ist ja in Amerika ein absoluter Superstar, ne? Also jeder Film von dem ist ein Hit und zieht die Massen ins Kino, und das konnte ich auch nie ganz nachvollziehen. Ich bin da auch ein bisschen anders dran gegangen. Ich habe auch Til Schweiger hier stehen, also der Vollständigkeit halber. Aber ich habe es schon mehrfach im Podcast gesagt und tatsächlich ist es auch immer noch so. Es ist bei mir immer noch Diane Krüger oder Krüger. Mhm. Und nicht, weil sie eine schlechte Schauspielerin ist oder nicht, weil ich glaube, dass sie eine schlechte Person ist, aber sie hat einen Sprachrhythmus, der bei mir irgendwas triggert, was ich nicht ertragen kann. Und ich verstehe das nicht. Sie ist die einzige Schauspielerin, bei der ich das habe. Aber sie redet mit so komischen Pausen. Und vielleicht wisst ihr da draußen gar nicht, wovon ich rede. Aber guckt euch mal Troja an. Ja. Und ich verstehe nicht, es klingt halt ein bisschen so als, also, weiß ich nicht, ich kann es nicht beschreiben. Ihr Sprachrhythmus ist etwas, was mich so sehr triggert, dass ich einen Bogen um sie mache, wenn ich es kann. Und wenn es auf Englisch ist? Also synchronisiert? Das Problem ist immer noch, dass ich das noch sehr damit verbinde. Okay. Also, aber sie synchronisiert ja auch ihre eigenen Sachen auf Deutsch dann zurück. Und der Film, wo ich das am wenigsten habe, ist Inglourious Basterds. Da habe ich das am wenigsten, aber auch immer noch. Und ich weiß nicht. Ich finde, da ist so eine gewisse Lethargie in ihrer Sprachweise. Und ich kann nicht genau sagen, warum, aber es triggert irgendwas in mir. Und das kann ich nicht gut ab.
Also bei Troja hat die immer so was Wehleidiges irgendwie, schwingt da mit. Irgendwie sowas. Ich kann da, finde ich, eigentlich perfekt dran anknüpfen an Lethargie und Schwerfälligkeit, weil bei mir ist es Kirsten Stewart. Und die vermittelt für mich genau das. Es ist gefühlt immer derselbe Gesichtsausdruck. Es hat immer was Melodramatisches. Ist immer alles, oh mein Gott, so furchtbar. Und das kommt bei mir null an. Also ganz im Gegenteil, es kickt mich einfach raus. Egal, ob es jetzt halt, wie gesagt, klar, Twilight ist so der Klassiker. Aber ich glaube, ich hätte danach noch mal ein, zwei andere Filme mit ihr gesehen. Und da war das einfach gefühlt exakt dasselbe. Und deswegen Kirsten Stewart. Ja, ich finde, die hat sich bei mir noch nie angekommen. Ich finde, die hat sich ein bisschen gemacht. Ich habe jetzt letztens Love Lies Bleeding gesehen. Und ich würde nicht. Ja, den habe ich noch nicht gesehen. Ja, den habe ich noch nicht gesehen. Ich würde sagen, da hat sie das nicht mehr so. Da hat sie schon einen anderen Einschlag. Ja, vielleicht. Also vielleicht muss ich ihr da auch noch mal eine neue Chance geben. Aber bisher, ich meine, deswegen habe ich den Film auch noch nicht gesehen, weil, wie gesagt, ich mache tendenziell halt einen Bogen um sie aufgrund vorheriger, eher schlechter Erfahrungen. Ja. Aber ist ja nicht gesagt, dass das für immer so bleibt. Ja. Das stimmt. Ich gebe Diane Krüger auch noch mal eine Chance. Ja. Dann kommt meine nächste Frage. Bei welchem Satz oder Wort müsst ihr immer direkt an ein Filmzitat denken? Das ist eigentlich perfekt, dass wir gerade bei Troja waren. Ja. Troja gibt es sogar zwei, tatsächlich. Also insbesondere aber der Satz von Achilles. Ist das wirklich alles? Wo er vor dem Heer der verfeindeten Griechen da an der Stelle steht. Mhm. Und das triggert es auf jeden Fall, aber auch Hector. Also, Hector! Ich kann den Namen Hector nicht hören, ohne an Troja zu denken. Und ist das wirklich alles, wenn ich das irgendwie so höre? Dann, ja. Ja, also war mir klar, dass die Antwort auf jeden Fall von einem von euch beiden kommen wird. Ich habe mich für was ganz anderes entschieden. Ich habe kurz überlegt zu nehmen, hier Gandalf, mit Du kommst nicht vorbei. Habe ich dann aber entschieden für einen Satz, den ich finde, gefühlt auch häufiger mal irgendwie im echten Leben benutzt habe. Nämlich, aus großer Macht folgt große Verantwortung. Und zwar Spider-Man. Mhm. Weil ich finde, das ist ein Satz, der durchaus häufiger im Leben auch mal benutzt wird. Vielleicht in etwas abgewandelter Form, aber so dieses so, na, wer große Macht hat, der hat auch große Verantwortung. Und da muss ich jedes Mal sofort an Spider-Man denken und deswegen habe ich dieses Zitat gewählt. Ja, und Klassiker. Ja. Ich bin mir da nicht ganz sicher, ob es nicht sogar oft dann in dem Kontext, wenn man es im Alltag benutzt, auch schon ein Zitat von Spider-Man ist. Also, aber ich denke, manchmal vielleicht schon, ja, aber ich glaube, das ist ja mit den anderen Zitaten auch so. Die bekommen ja einen gewissen Kultstatus und werden dadurch immer wieder benutzt. Also auch mit Ist das wirklich alles? Das sagst du ja im Kontext des Troja-Zitats wahrscheinlich häufiger. Beim Flunky-Beispiel. Beziehungsweise zum Beispiel, genau. Man ruft es eher, als dass man es sagt. Man ruft es eher. Ja, das stimmt. Inbrünstig. Ja. Ja, Niklas hatte ganz schnell Dips gesagt bei Troja und da haben wir uns ausnahmsweise mal vorher abgesprochen. Deshalb musste ich natürlich wieder zu Herr der Ringe rüber wechseln. Und da gäbe es eine Menge. Da gäbe es eine unfassbare Menge, aber ich gehe am Ende mit Schnüffeln. Und zwar ist das, wo Gollum und Sam und Frodo da am Hochklettern sind und Sam den erwischt und fragt dann, ob Gollum da am Rumschnüffeln ist und dann sagt Gollum halt, Schnüffeln? Und das ist so heftig in meinen Synapsen drin, dass ich sag mal, wenn ich nicht gerade auf der Arbeit bin und es der Kontext zulässt, dann werde ich auch dieses Wort so aussprechen und hinterherfragen, egal was gerade gefragt wird. Und wenn es auf der Arbeit ist, dann ist es zumindest in meinem Kopf drin. Schnüffeln. Ich hab fest damit gerechnet, dass du Kartoffeln nimmst. Kartoffeln. Kartoffeln. Auch. Ja, es gibt bei Herr der Ringe gibt's einfach die ganze, eigentlich das ganze Drehbuch. Ach, ja. Gut. Meine nächste Frage. Wenn ein Schauspieler oder eine Schauspielerin eine Armee aus allen seinen oder ihren Rollen bauen könnte, wer hätte die stärkste Armee? Super coole Frage. Und ich bin, muss ich sagen, sehr gespannt auf eure Antworten. Muss jetzt natürlich den Armeeaufschlag hier machen. Und ich habe mir überlegt, okay, also erstmal, klar geht es natürlich darum, die stärkste Armee zu haben. Aber ich finde, so eine Armee, die setzt sich ja nicht nur zusammen aus reiner Körperkraft, sag ich mal.
Du brauchst ja vielleicht auch ein paar Leute, die ein bisschen was im Kopf haben, ja, die ein bisschen strategisch das Ganze machen. Du brauchst vielleicht für gewisse Dinge auch Ressourcen, also ein bisschen Geld wäre auch nicht verkehrt im Hinterkopf zu haben. Und dann aber auch natürlich reine Manpower. Ja, also du brauchst ja irgendwie von allem etwas. Und deswegen bin ich gegangen mit Henry Cavill. Fuck! Superman, The Witcher. Ja, Sherlock Holmes. CIA-Agent. Dann noch Herzog in der Serie Tudors. Ja, also Geld hat er auch noch. Mein Mikrofon also ist einfach mit Abstand die beste. Theseus, griechischer Held. Ja, der ist unschlagbar. Der Götter. Kannst nichts machen, ey. Ich habe wirklich lange drüber nachgedacht, aber gegen Henry Cavill ist kein Kraut gewachsen, ey. Ja. Das ist sehr, sehr schön, weil während ich das so aufgezählt habe, habe ich schon gesehen, dass zumindest bei Niklas das Gesicht schon so ein bisschen die Alarmglocken entgleiste. Ja. Als du auch an Köpfchen gedacht hast, dachte ich so, ah, okay, das passt. Ja. Ja, dann sind wir uns ja einig. Also Henry Cavill hat auf jeden Fall in seinen Rollen die stärkste Armee aufzubieten. Ja, also ich meine, er hat alleine schon ein richtig großes Stein im Brett, weil er Superman war. Ja. Also das macht halt schon sehr viel weg. Und dann noch der Witcher und Sherlock Holmes und die ein oder andere Agentenrolle, die er gemacht hat und so, der hat schon richtig Feuerkraft hinter seinen Rollen. Ich habe mir sogar gedacht, der kann einfach so als Trio, Superman, Witcher und Sherlock, das wird reichen. Da kann man also, die Serie brauchen wir. Und alle gespielt von Henry Cavill. Hattet ihr denn noch andere Ideen? Also ich habe zumindest noch andere Ideen gehabt. Keanu Reeves wegen Matrix, John Wick, dachte ich. Hatte ich auch verkehrt. Überlegt, ja. Und dann war ich aber bei Henry Cavill und dachte, nee, komm, da brauchst du nicht weiter überlegen. Ich habe noch gedacht, Josh Brolin, ne? Ich meine, der war immer in Thanos. Ja. Und der hat auch so sehr viele andere starke Rollen. Und natürlich bist du immer bei den Superhelden so ein bisschen am Durchgehen im Kopf, weil die, also so Robert Downey Jr., auch Sherlock Holmes und Tony Stark, die könnten sich auch schon eine stabile Armee zusammenbauen. Das war auch meine erste Idee von Robert Downey Jr., aber dann dachte ich halt, okay, dass Henry Cavill einfach die noch sehr viel bessere Wahl. Ja, genau. Ja, wir sind uns offensichtlich einig. Ja. Okay, ich hab, aber geile Frage. Ich habe befürchtet, dass einer die ähnliche Antwort hat. Ich habe nicht gedacht, dass beide die gleiche haben, aber gut. Ja. Okay, die Filmfallhaber-Antwort. Ist doch das erste Mal, dass wir das überhaupt haben, ne? Ich glaube schon. Wir hatten in der Folge schon, dass alle Herr der Ringe beim Set haben, aber... Naja. Aber nur als zweite. Ja, das stimmt. Na gut. Wunderbar. Ich bin wieder dran, ne? Ja. Weil ich jetzt gerade so viel geredet habe, weil ich nicht damit. Na gut, also. Und zwar wollte ich gerade von euch wissen, was ist bzw. war dann euer peinlichstes Kinoerlebnis? Ja, wir machen die Box der Pandora also nochmal auf. Ja, bitte. Wir hatten das Thema schon, ich weiß gar nicht, ob du jetzt auch das gleiche genommen hast. Bist du auch bei Teil der Skorpione? Nee, ich habe was anderes genommen, einfach weil ich wusste, dass du Teil der Skorpione nimmst. Ja, also es gab andere peinliche Erlebnisse, aber das war natürlich das furchtbarste und lustigste zugleich. Ich möchte das jetzt auch nicht nochmal gänzlich ausführen, aber man kann einfach sagen, vielleicht ein bisschen wir erklären, was waren in Teil der Skorpione, wo Marcel mitspielt. Und haben uns deshalb natürlich sehr gefreut, haben dann vor lauter Freude vorher aus Versehen ein paar Runden Flunkyball gespielt, waren dann vielleicht ein paar zu viele. Und dann sind wir mit 20 Leuten mit einem kleinen Schwips im Nacken ins Kino gegangen. Und ich muss sagen, wir haben uns nicht von unserer besten Seite gezeigt. Das tut mir auch wirklich immer noch ein bisschen leid. Ich wollte gerade sagen, man kann im Endeffekt schon sagen, wir haben das Kino ein bisschen gestürmt, also den Kinosaal zumindest. Also da waren jetzt auch nicht so viele Leute drin. Da waren 5, 6 andere Leute. Es waren 5, 6 andere Leute, ja. Den haben wir das Kinoerlebnis ein bisschen versaut. Ja, ich glaube, zwei von denen haben wir es auch versüßt. Weil die fanden den Film auch so schlecht, dass die uns sympathischer fanden. Aber man kann nicht leugnen, es waren mindestens zwei Personen dabei, denen wir den Tag versaut haben. Auf jeden Fall. Und das ist auch etwas, wo ich sagen muss, das war... Da schämt man sich ein bisschen. Da schämt man sich. Zu Recht auch, das hätte nicht sein müssen. Auch wenn es Teil der Skorpione war und alles, aber das hätte nicht sein müssen. Und auch gerade, wenn ich jetzt sowas in unseren Kinos in die Richtung beobachte und so, dann denke ich auch immer, so verhält man sich nicht im Kino. Mit dieser kleinen Anekdote, dass es halt einen Abend gab, wo man vielleicht in ähnlichen Faden gewandelt ist. Wir waren jung. Wird nicht wieder vorkommen. Wird nicht wieder vorkommen. Nee, das glaube ich wirklich. Nee. Also, das war wirklich once in a lifetime und muss man auch nicht wiederholen. Ja. Sie haben sich auch nicht umstimmen lassen davon, dass der Schauspieler selber im Saal war.
Nee, das war ihnen auch egal. Obwohl du sie darauf hingewiesen hast. Obwohl ich es ganz freundlich darauf hingewiesen habe. Nee, dann bin ich. Naja, gut. Ja, jetzt bin ich aber bei euch sehr gespannt. Ja, ich habe gedacht, ich habe da hier jetzt die einzigartige Gelegenheit, ein bisschen aus der anderen Perspektive das zu beantworten. Nämlich nicht als Kinogast, sondern als Kinoangestellter, der sich darum kümmert, unter anderem, dass die richtigen Filme laufen. Und dann könnt ihr euch schon vorstellen, in welche Richtung diese Geschichte geht. Es war relativ meiner ersten Zeit in Bambi und ich habe zum ersten Mal die Playlisten programmiert, welche Kinofilme wann laufen und so weiter. Und ich hatte das Problem, dass der Film noch nicht da war. Wir hatten den Film noch nicht im Kino vorliegen. Und was man dann macht, man nimmt einen Ersatzfilm, der ungefähr die gleiche Länge hat und tut den erstmal in diese Playlist, um die Folgebefehle einfügen zu können etc. pp. So, das war bis dahin, lief das alles wunderbar. Und dann kam der Abend, an dem dieser Film vorgestellt werden sollte, war nur ein einziger Tag, an dem wir diesen Film gezeigt haben. Und dann kam der Theaterleiter von unserem Schwesterkino, von dem Atelier, kam vorbei und wollte sich diesen Film gucken. Und dann haben sich alle in den Saal gesetzt, die Playlist hat gestartet, ich war vorne. Und dann nach 10 Minuten kam auf einmal der Theaterleiter von unserem Schwesterkino nach vorne und meinte: "Aber Niklas, ihr spielt den falschen Film." Und da lief halt leider schon seit 5 Minuten. Ich weiß leider nicht mehr, welcher Film es genau war. Aber es war auf jeden Fall der falsche Film, der lief. Und das kann man relativ schnell fixen. Also wir haben das noch alles auf die Kette bekommen. Der Film war mittlerweile da, etc. Aber dass es genau an dem Abend passieren musste, wo der andere Kinoleiter immer... Und muss ich mir natürlich 10.000 Witze zu anhören. War im Endeffekt alles nicht halb so wild, aber... War natürlich nicht die idealste, nicht der beste Abend da. War ein bisschen. Nee, das verstehe ich. Gerade wenn man neuer ist noch, ne? Ja, genau so. Und so. Ah ja, der hat sich um die Programmierung gekümmert. Der falsche Fehler. Naja, gut. Ja, das verstehe ich auch gut. Ich muss sagen, meine Geschichte liegt schon etwas länger zurück. War ich so, ich würde sagen, so 14, 15 oder sowas. Und spielt auch nur zum Teil im Kino, aber ich habe mal so das Kinoerlebnis als Ganzes, also auch plus Hin- und Rückfahrt und so, muss man da betrachten. Weil wir hatten damals ein befreundetes Pärchen mit uns im Freundeskreis, Gerrit und Inga. Und Inga hatte eine Freundin, die hieß, glaube ich, Saskia, wenn ich mich nicht irre. Und ich und Saskia kannten uns nicht. Und dann dachten Gerrit und Inga sich, ah, die beiden, die würden ja eigentlich super passen. Da machen wir so eine Art Blind Date, aber zu viert. Ist an sich schon... Schwierig. Schon eine wackelige Angelegenheit, würde ich sagen. Grundsätzlich schon. Und dann ist man halt da so im Kino und es ist schon alles irgendwie super unangenehm und super geforst einfach, ne? Also so überhaupt nicht locker und entspannt. Und dann war das Allerschlimmste, ich glaube, auf der Bahnfahrt zurück war das dann. Wir saßen halt in so einem Viererabteil und haben uns die ganze Zeit normal unterhalten und dann war irgendwann so ein bisschen Stille. Und dann meinte Inga zu mir nur so: "Ja, Marcel, jetzt fragt sie doch mal, was für Musik sie so gerne hört." Und das war wirklich der Augenblick, wo ich am liebsten einfach in der S-Bahn versunken wäre, weil das war so unfassbar unangenehm. Es war eh schon, also alle Beteiligten wussten schon, okay, das wird wahrscheinlich auch nichts, ist auch nie was geworden. Aber dann in diese Stille hinein, diese Aufforderung, jetzt fragst du doch mal, was für Musik sie so gerne mag. Dating-Tipps. Ja. Ja, arg. Und es war, wie gesagt, davor schon im Kino, ich konnte mich schon gar nicht auf den Film konzentrieren, weil es nur dieses Hin- und Her-Gejuggle war mit, ja, was wird jetzt von mir erwartet? Muss ich jetzt irgendwie hier Händchen halten oder nicht? Oder es war einfach... Weißt du noch, welcher Film es war? Es war irgendein animierter Film, das weiß ich noch. Also ich glaube Disney oder Pixar oder so. Aber ich kann euch nicht mehr sagen, welcher Film, nee. Also, aber das war... Also ich habe jetzt extra eben auch nicht das Tal der Skorpione Erlebnis nehmen wollen. Und das, da kann ich mich auch noch sehr... gut dran erinnern an diese Bahnfahrt mit dieser Frage. Da dachte ich mir dann so, nein. Es war schon schlimm genug, aber dann noch diese Aussage dabei zu stellen. Noch besser wäre das, wenn die Frage von der Mutter gekommen wäre. So. Na, jetzt mach doch mal. Ja, das stimmt, ja. Nee, aber es war auch so. Also schlechtes Statement. War einfach sehr, ja, war wirklich einfach eine sehr unangenehme Situation, muss ich sagen. Aber ich hoffe, Elli, hast du mit dieser Frage rumgerissen. Auf jeden Fall. Das war die erste Frage, die ich gestellt habe. Und was für Musik hörst du so? Zack. Herrlich. Dann kommt schon meine letzte Frage. Meister Toben, ja. Und zwar möchte ich von euch wissen, welchen Film, der vor eurer Zeit herausgekommen ist, hättet ihr gerne damals im Kino gesehen? Da gibt es natürlich eine lange Liste von Filmen. Ich gehe aber nur mal mit einem. Einfach wegen seiner epochalen Bildgewalt und wegen seinen gewaltigen
ausufernden Landschaften Lawrence von Arabien. Hm. Tatsächlich hätte ich den sehr gerne im Kino gesehen, denn den kann man sehr gut vergleichen mit vielleicht der Landschaft von Dune 2 jetzt quasi. Also es war so vor 50 Jahren ungefähr, quasi der Dune von denen, und den damals in dem Kino gesehen zu haben und dann auch mit dem Publikum von damals, wie das rübergekommen sein muss, das wäre schon sehr cool gewesen, glaube ich. Und ist halt auch so ein 3-Stunden-Epos, ne? Das fände ich ganz geil. Den Marcel und ich immer noch sehen müssen, ist das richtig? Das ist richtig, ja. Ja, das ist nur ein weiterer leider, Versuch von mir, euch dazu zu bringen, jetzt wieder Lawrence of Arabia zu rücken. Ja. Ich habe mich aber auch für einen 3-Stunden-Epos entschieden. Allerdings der Klassiker meiner Ansicht nach, den man auf jeden Fall auch gesehen haben muss, und ich hätte ihn auch gerne damals im Kino gesehen, als er zum ersten Mal rauskam, und zwar Der Pate. Mhm. Also einfach Marlon Brando und also ich glaube, das ist einfach absolutes Peak-Schauspiel und auch vor allen Dingen Peak-Storytelling über 3 Stunden. Also dieser Film ist auch, wir haben den mal quasi während der Schauspielausbildung analytisch mal angeschaut, also gar nicht nur so nach reinem Filmerlebnis. Und der Film ist quasi eine Blaupause, wie ein Film aufgebaut werden sollte. Mit den ganzen Augenblicken, die du immer exakt zu den Zeitpunkten hast. Also du hast zum Beispiel meistens in der Mitte des Films einen Wendepunkt. Und genau in der Mitte des Films passiert wirklich die Szene, wo sich quasi das ganze Blatt wendet. Dann hast du meistens nach so 15 Minuten oder so, hast du so diesen ersten Inciting Incident, heißt das, glaube ich, wo die Story quasi losgeht. Ne? Also irgendwas passiert, was den normalen Alltag verändert oder was das normale Geschehen des Helden aus der Bahn wirft. Und da hast du auch, glaube ich, diese Szene, wo am Orangenstand da die niedergeschossen werden und so. Also das passt alles so perfekt zeitlich und ist einfach ein rundum perfekter Film mit großartigem Schauspiel. Den hätte ich sehr gerne auch mit Originalpublikum damals im Kino gesehen. Mhm. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Ich habe was für mich ganz Untypisches genommen. Und zwar Star Wars. Ah. Ich glaube, ich hätte wirklich gerne so die ersten Star Wars-Filme damals im Kino gesehen und da diesen Hype mitgenommen. Nicht unbedingt, um die Filme zu sehen, sondern einfach um dieser Kult, der da entsteht, diese ganze Fanbase. Und das ist ja damals dann schon so ein bisschen was gewesen, was es man so ähnlich zwar schon hatte, aber jetzt war ja schon mal so actionreich ein bisschen neu. Und ich glaube, dann wäre ich vielleicht jetzt mehr Star Wars-Fan als heute. Wäre, glaube ich, ein cooles Erlebnis gewesen. Ja, mega. Und vor allem, wenn du den Twist von denen noch nicht kennst und so, und dann kommt ja, Empire Strikes Back und so, das war bestimmt. Stimmt. Haben wir ja schon mal in einer anderen Folge, glaube ich, irgendwann, ne? Welchen Film man am liebsten nicht kennen würde oder sowas. Oder welchen Twist man, ich weiß nicht mehr, wie die Frage war. Mal die Reihenfolge der Star Wars-Filme. Da haben wir das mit dem Twist. Ja. Das so, hatten stimmt, wir mal, stimmt, ja. So, stimmt, genau. Aber wir hatten auch mal den besten Film-Twist, hatten wir auch mal. Aber das war unabhängig von Star Wars. Na gut. Aber ja, finde ich auch eine sehr, sehr gute Antwort. So, Jungs. Jetzt gehen wir nach peinlichen Erlebnissen und Filmen aus der Vergangenheit mal in unsere eigene Kindheit zurück. Und zwar, welche Serie aus eurer Kindheit hattet ihr komplett vergessen, bis ihr euch eines Tages plötzlich daran erinnert habt, was für eine coole, seltsame oder clevere Serie es gewesen war? Ja, und zwar habe ich immer, wenn ich so an meine Kindheit gedacht habe, an Serien gedacht wie die Gummibärenbande oder Captain Baloo und seine tollkühne Crew oder die DuckTales und sowas. Und was dabei immer so ein bisschen untergegangen ist, was ich ganz lange nicht mehr auf dem Schirm hatte, bis ich es, glaube ich, irgendwann zufällig noch mal im Fernsehen gesehen habe oder irgendwie eine Werbung, also nicht eine Werbung, aber irgendwie irgendwo eine Werbeanzeige bei Facebook für die Serie, keine Ahnung, ist Detective Conan. Ja, zeigen wir jetzt einen Film in Bambi. Detective Conan, ja, guck mal. Neuer Film. Schau mal. Ja, also siehst du, es ist immer noch brandaktuell. Liefert immer noch ab, das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Er läuft gerade im Bambi. Witzig, ja, guck mal. Dann, Leute, geht ins Bambi, da läuft Detective Conan. Und ich fand das früher als Kind irgendwie schon eine super faszinierende Serie. Und dann auch so im Nachgang, weil ich die wirklich so ein bisschen vergessen hatte, dachte ich mir, das war schon irgendwie eine nice Idee. Also auch irgendwie ein bisschen seltsam und natürlich auch so ein bisschen, ja, strange, weil immer dieser Detektiv, der sich selber für den Allertollsten hält und der selber eigentlich überhaupt nichts kann. Und eigentlich ist es immer nur dieses Kind, was aber auch eigentlich gar kein Kind ist. Also auch alles ein bisschen verstrickt irgendwie. Aber irgendwie haben mir diese Fälle und dieses Rätsel und so immer super viel Spaß gemacht. Und deswegen
Ja, ich fand Detective Conan eigentlich eine coole Serie, die ich lange irgendwie nicht mehr auf dem Schirm hatte. Erinnert ihr euch noch, warum der verwandelt wurde in den kleinen Jungen? Boah, das wird im Intro, da wird das immer irgendwie kurz erklärt, weil im Intro siehst du den erst als Erwachsenen und dann wird der so auf einmal zu dem kleinen Boy. Ja. Aber ich weiß nicht mehr, was die Ursache war, ne? Ich habe keine Ahnung, wovon ihr die ganze Zeit sprecht. Ich habe das, glaube ich, nie gesehen. Detective Conan nicht? Echt nicht? Boah, krass. Nee, ich war ja nicht so. Ja, da hast du noch Kind. 1000 Folgen, die du nachholen kannst. Ja, Gott sei Dank. Ja, das ist wirklich gut. Was ich auch immer geliebt habe, ist, wie der Vater, also dieser eigentliche Detektiv, dann jedes Mal irgendwo kollabiert oder so und Conan dann hinter der Couch immer quasi die Stimme von dem imitiert. Aber das ist ja genau der Clou bei der Serie, dass er dann irgendwie ja der Detective genannt wird, der seine Fälle im Schlaf löst. Ja, weil ja. er halt immer irgendwo zusammenklappt, weil Conan den immer irgendwann abschießt mit seiner Uhr. Ja. Dann schießt er dem immer so eine kleine Kugel hier an die Schläfe. Und dann sagt er zusammen, sodass man nicht mehr sehen kann, ob der seinen Mund bewegt oder so. Und dann sitzt er, wie du sagst, hinter der Couch oder irgendwo hinter der nächsten Ecke und redet halt in seine Uhr, quasi wie so ein Sprachverzerrer, löst er dann den Fall. Und dann ist es immer der schlafende Detektiv, der die Fälle löst. Und man muss auch sagen, die Auflösung war teilweise so haarsträubend. Aber ja, natürlich. Aber der war cool. War cool. Ja, hole ich vielleicht mal nach, die 1000 Folgen. Kannst du ins Bambi kommen. Oder den Film, ja. Ja. Ich weiß, ich habe mich an dem Wort seltsam aufgehangen. Und da ist mir dann irgendwann was eingefallen, was ich hin und wieder bei meiner Oma geguckt habe. Und das waren die Dinos. Oh ja. Und das war eine weirde Sache. Also ich muss sagen, einfach diese, also Dinos fand ich immer schon cool, deshalb mega. Und dann gibt's da den Vater, der Baumschubser ist und jeder hat da so seine Rolle. Und das startet schon mit so einem leicht gruseligen Intro, wo so düstere Musik ist und dann geht das durch. Also ich hab's nochmal angeguckt und dann kommt da, bin da, wer noch? Und diese ganzen Sprüche, das Baby mit nicht die Mama und dann wird dieser Kühlschrank geöffnet und dann kommen da irgendwelche weirden Hände raus. Also ich weiß noch immer, dass ich das früher, ich fand das cool und spannend, aber ein bisschen auch verstörend. Und deshalb kam ich auf die Dinos. Ich muss auch ehrlich sagen, als ich über die Frage nachgedacht habe, habe ich gedacht so, was für wacke Serien früher liefen, die so super strange waren, super seltsame irgendwie Einschläge hatten. Also wahrscheinlich gibt es das heutzutage immer noch, dass so viel seltsamen Kram, aber es gab schon viele seltsame Serien früher. Gibt es, glaube ich, immer noch, aber gab es auch früher viel, glaube ich, ja. Ja, aber ich finde die Dinos auch da einen sehr, sehr guten Tipp. Weil ich finde, das ist sehr gut zusammengefasst. Es hatte seine witzigen Momente, aber es war auch die ganze Zeit so ein bisschen creepy irgendwie. Ein bisschen, ja. Ja. Ich habe nämlich eine Serie im Kopf, wo ich lange Zeit dachte, das habe ich irgendwie nur geträumt oder so. Das also, hat einer von euch Mystic Knights geguckt? Nein. Ach, schade. Das war die wackeste Fantasy-Serie, die es wahrscheinlich je gab. Also wenn ihr euch Game of Thrones mit einem Budget von $10 vorstellt, das ist ungefähr Mystic Knights. Mhm. Und das war so bescheuert. Das war so eine Mischung aus Fantasy und Power Rangers. Weil diese Ritter, in Anführungszeichen, sind einfach nur normal rumgelaufen und dann konnten die sich so in ihre Rüstungen verwandeln und jeder hatte so, der eine hatte ein großes Schwert, der andere so eine Keule, die Frau hatte so eine komische Armbrust. Mystic Knights. Hammer Intro mit einem Song von der Kelle Family. Ja, also richtig geiler Shit, aber die Serie war so wack und ich dachte irgendwie, ich hätte mir die eingebildet, aber sie hat wirklich existiert. Ich habe nachgeguckt. Ich blende hier ein bisschen ein paar Sachen ein. Oh, ich freue mich drauf. Es ist unfassbar, dass das im Fernsehen lief. Ja, das klingt so ein bisschen wie, also eine Mischung aus Power Rangers und Transformers auch so ein bisschen. Ja, also das alles aber nur mit $10. So muss ich dir das vorstellen. Aber warte mal, das war echt oder animiert? Das war echt. Aber es gibt animierte Elemente in dieser Serie, aber halt auf einem Level von, weiß ich, Computerspiel von 97. Ich bin interessiert. Ja. Und Mystic Knights wie die Ritter und nicht die Nacht, ne? Ja, genau. Okay. Mystic Knights, I've got to save. Ich habe das Intro mir nochmal angehört. Also die Kelly Family hat einen Banger abgeliefert, aber. Vielleicht kannst du es so als Intro jetzt so zum Raus. Ja, copyright-mäßig, glaube ich, problematisch. Dann musst du singen. Nee, das wäre copyright-mäßig kein Problem. Aber für viele Zuhörer. Weit genug vom Original. Aha.
War das die letzte Frage? Das war die letzte Frage. Ja, gefühlt war mir schnell, oder? Ja, kurz und knackig, ja, weil wir haben mal zwei Fragen ein bisschen einen Shortcut genommen, ne? Genau. Das stimmt. Ja, dann muss ich vielleicht doch Missing Nights als Outro spielen. Aber ja? Ich würde sagen, bevor wir uns das antun, rappen wir es lieber ab. Rappen wir es lieber ab. Ja, rappen wir es lieber ab.